Hey Leute und herzlich willkommen zu Teil 2 von meinem 20 Dinge, die ich in 20 Jahren gelernt habe Video. Ich habe das in zwei Teile gesplittet, weil es halt 20 Sachen sind und ich zu allem ein bisschen was sagen möchte. Und wir fangen gleich an. Wenn ihr das andere Video nicht gesehen habt, dann guckt euch das auf jeden Fall an. Das ist noch in der Infobox verlinkt. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit Nummer 11 von den Sachen, die ich in meinem Life gelernt habe. Wow! Bin ich eigentlich ein Spiritual Guru geworden? What the fuck? So, vor einem halben Jahr war ich mega depressed, habe mich voll selbst gehasst und jetzt bin ich so giving life advice. Und damit sind wir eigentlich auch schon super im ersten Thema drin, und zwar Traurigkeit, Depression, Leere, all diese Dinge, Probleme sind keine Schwäche. So zu lernen, okay, ich bin jetzt nicht schwach, weil es mir so geht, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin schwach, whatever. Sondern so sich Hilfe holen, akzeptieren, okay, das ist jetzt so, wie gehe ich damit um? Und sich dann Hilfe zu suchen, ist das Stärkste, was man machen kann. Vor allem, weil auch dieses Hilfe-Suchen-Ding halt voll der Prozess ist ja nicht, du drückst ja nicht auf den Knopf Help, man muss halt 1000 Therapeuten schreiben, wirst irgendwie von 60 abgelehnt und musst ein halbes Jahr auf den Therapieplatz warten. Lol. Aber trotzdem, das ist was, was ich auf jeden Fall lernen musste. Dann ein ganz, ganz großes Credo, was ich zurzeit in meinem Umfeld merke, ist bei Dingen, die einen stören. So, egal was es sagen, es sind kleine Sachen oder Big Shit sowieso. Ich hasse meinen Job oder keine Ahnung, gerade so, boah, mich fuckt das und das voll ab. Wenn dich etwas stört, dann gibt es zwei Optionen. Entweder du kannst was dran ändern oder du kannst nicht was dran ändern. Sachen, an denen du nichts ändern kannst, ist sowas wie, keine Ahnung, das Wetter zum Beispiel oder egal was. Und Sachen, die du ändern kannst, ist zum Beispiel deinen Job kündigen. Und für mich gilt, entweder, wenn es was Veränderliches ist, dann veränderst du es. Auch wenn es natürlich, heißt ja nicht, wie gesagt, Knopf drücken, sondern ist halt immer ein Prozess. Oder du akzeptierst es halt, weil ich kann gar nicht mehr mit Leuten, die sich konstant beschweren über Dinge, die sie selbst in der Hand haben. Und ich habe mich auch in den letzten Zeit ein bisschen von Menschen distanziert, die sehr, sehr diesen Mindset haben, weil mich das halt voll runterzieht, wenn mir die ganze Zeit Leute erzählen, keine Ahnung und ich bin halt so, hä? Dann sage ich denen so, hä, aber du kannst es doch verändern. Und dann sind sie so, ja, aber irgendwie so, Und ich verstehe das voll. Und der Grund, warum ich mich von so Menschen distanziert habe, ist nicht, weil ich das nicht komisch finde oder nicht verstehe, sondern weil ich ganz genau so war. Ich habe halt voll alles in mich reingefressen und prokrastiniert und null an mich geglaubt und war voll eher unsicher und so. Aber weil ich dann in diesen Menschen mich selbst sehe, triggert mich das ein bisschen und lässt mich wieder in meine eigenen alten Muster verfallen. So. Das ist auch, das habe ich im ersten Video gesagt, mit Grenzen ziehen. Wenn man halt merkt, dass irgendwas einem nicht gut geht oder ein Mensch, halt einfach sagen, du, ey, das ist nicht böse gemeint, ich mag dich total, aber das, diese Dynamik, diese Energie tut mir gerade nicht gut und dann period so. Ja, Nummer 13 war etwas, was mir ein Coach bei der ARD für jetzt Journalismus gesagt hat, ist, und das ist, du musst nicht den einen Traum für den anderen Traum aufgeben. Und was sie damit meinte, ist, dass ich halt ein bisschen so voll am Überlegen war, weil, keine Ahnung, das ganze Journalismus-Ding und meine ganzen anderen Sachen sich halt manchmal so ein bisschen so, das ist halt so, what the fuck, und ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden, mache ich jetzt das, wo ich auch vom Ort her bin. Und was für mich ein großes Dilemma immer war, war dieses in Schubladen einteilen. Es gab so Phasen, wo ich mein Instagram und alles so mega clean war und ich war so, okay, ich arbeite jetzt beim Fokus-Magazin und da dürfen jetzt irgendwie keine Boobie-Pictures sein und irgendwelche Sachen und ja, nicht über Kontroverse und auch nicht feiern posten und sowas, weil ich will ja jetzt ernst genommen eine junge Journalistin sein. Und dann gab es wieder Phasen, wo ich halt so voll auf Crazy Me war und irgendwie Sex-Storytime, ich hatte eine Orgie, keine Ahnung was. Ich dann halt immer so hin und her gesprungen war, aber halt nie so einfach gesagt habe, ey, ich bin halt beides, so weißt du, so, ich interessiere mich halt für Politik. Aber ich finde es halt auch witzig, im Internet über Sex zu reden. Das ist sau schwer, weil unsere Gesellschaft basiert auf diesem Prinzip von Leuten in Schubladen stecken. In dieses, oh, du bist Anwältin, du bist das, du bist das, du machst das. Aha. Und dass Menschen mehrdimensionale Wesen sind, das wird halt einfach irgendwie nicht so dran gedacht und auch nicht drüber geredet. Und das einfach irgendwie durchziehen im Sinne von, du bist gut, so wie du bist. Und auch wenn manche Sachen in dir widersprüchlich sind, that's okay. So, der Mensch an sich ist ein sehr widersprüchliches Wesen. Und das vergessen wir als Gemeinschaft oder als Kollektiv sehr oft. Die 14. Sache, die ich gelernt habe, aber es ist nicht mal wirklich, was ich gelernt habe, weil das ist seit Tag 1, seit ich klein bin. Mein größter Wert in meinem Leben ist Freiheit. Freiheit steht für mich über allem, so. Und das ist finanzielle Freiheit, sexuelle Freiheit, so, egal was. Es geht einfach am Ende des Tages, geht es für mich immer darum, wie kann ich
eine freie, eigenständige, aktive, whatever Person sein. Immer wieder auf diese Frage zurückzukommen und sie dann umzusetzen, hat mir sehr geholfen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, ich meinte im ersten Video ja auch, so das sind ja nur meine Sachen. Es gibt andere Leute, die sagen, ihr größter Wert ist Familie, eine Familie zu gründen. Und da ist ja Freiheit zum Beispiel jetzt teilweise eher ein bisschen schwieriger. Bei mir ist es halt anders, deswegen, nur weil ihr das in mein größter Freiheit und ich habe gelernt, Freiheit ist so wichtig, heißt es jetzt nicht, dass es bei euch irgendwie so sein muss. So. Nummer 15 ist, Kommunikation ist so wichtig. Und mit Kommunikation halt ehrliche Kommunikation. Also wirklich über Sachen reden und auch ehrlich sagen, wenn einem was stört, wenn Sachen nicht gut gehen. Ich merke gerade einfach in Freundschaften und zwischenmenschlichen, sexuellen, was auch immer, Beziehungen so krass, wie man miteinander umgeht. Weil ich halt, ja, also nobody teaches you this shit. Ich kann euch auch gar nicht jetzt wirklich so sagen, wie, aber im Sinne von einfach ehrlich sein. Weil wenn man zu sich selbst nicht ehrlich ist oder auch zu anderen Menschen, vor allem aber zu sich selbst, es kommt dann irgendwann später nicht so raus, aber im Sinne von, dann wird es nur das Problem halt einfach verschoben, also in die Zukunft und dann wird es nur noch schlimmer. Nummer 16 ist, kein toxic shit machen, um sich kurz zu befriedigen, zu posten auf Aggressionen und irgendwie so jemanden zu ghosten mit Absicht, um sich halt kurz cool und befriedigt zu fühlen, sondern halt irgendwie einfach erwachsen sein und halt damit umgehen, weil langfristig macht dich halt diese kurze Befriedigung von so toxic shit nicht glücklich und es macht halt nur Beziehungen kaputt, also Freundschaften, egal was alles. Nummer 17 ist wieder auf Karriere bezogen. Niemand hat Ahnung. So egal in welcher Branche. Und ich konnte jetzt in Verlagswesen schnuppern. Ich habe in Redaktionen irgendwie gearbeitet. Ich mache viel mit Produktionsfirmen, also mehr so Videografie, Fotografie, im Studium, in der Uni, die Leute, die studieren, so. Niemand hat irgendwie von irgendwas so richtig Ahnung. Alle sind so learning by doing. Als ich klein war, dachte ich halt immer so, ja, okay, wenn da jetzt so ein 25-Jähriger vor mir sitzt, der hat es halt studiert und gelernt und deswegen kann er das. Nein, die Leute machen halt einfach, die Leute tun so, als würden sie es können und dadurch lernen sie es halt irgendwie auch. Und ich finde, das nimmt halt manchmal so ein bisschen den Druck raus. Vor allem das Schlimmste ist aber, wenn Leute halt dann auch irgendwann denken, sie haben Ahnung, weil dann stagnierst du. Das Leben ist so, alles ist so veränderlich und man kann so viel lernen. Du kannst endlos viel lernen, wenn du denkst, du kannst irgendwas richtig gut, dann stagnierst du nur. Das habe ich zum Beispiel sehr im Journalismus gemerkt. So, klar, weil ich also eine kleine Journalistin hatte, keine Ahnung, also was ist eine Journalistin? Ich war einfach kleine Valentina, so voll am Anfang. Und die waren halt krass, aber die waren halt so, ja, okay, ich bin krasse Journalist, ich kann gar nichts mehr lernen. Und haben halt voll so Chancen verpasst, irgendwie Sachen über Internet und junge Leute. Und weißt du, so wisst ihr, was ich damit meine? Nummer 18 ist, Liebe macht nur kurzfristig glücklich. Und das kann man auch mit so einem Grain of Salt irgendwie so nehmen, im Sinne von, oh ja, okay, Valentina hat sich irgendwie getrennt von ein paar Monaten, klar, will sie jetzt keine Liebe und so und so. Aber das ist eigentlich was ich auch schon davor wusste und warum ich auch in meiner letzten Beziehung am Anfang so voll mich verschlossen hatte und ich wollte das ja gar nicht. Ich war so, nein, ich will nichts Festes und so. Aber mich persönlich, es gibt ja andere Menschen, für die ist halt Liebe so voll das Lebensziel und voll das Erfüllungsding. Aber für mich ist es halt einfach so, Liebe muss halt aus dir selbst kommen und Erfüllung muss halt aus einem selbst kommen. Sonst funktioniert die Liebe halt auch irgendwie nicht so wirklich. Vor allem für mich bedeutet das halt auch im Endeffekt so aufzuhören, nach der perfekten Person zu suchen und halt selbst die perfekte Person werden. Und obviously, die existiert nicht als Partner und man wird auch selber nie perfekt werden. Aber im Sinne von, das als Ideal zu haben und danach zu streben. Und dann sind wir schon bei Nummer 19, das ist, Schmerz ist so wichtig. Also, meine Therapeutin sagt immer, Unzufriedenheit ist der größte Motor für Veränderung. Wenn du unzufrieden bist mit etwas, dann ist das der Impuls, um etwas daran zu verändern. Ein gutes Beispiel, ich war super unhappy und war voll in Pain in meiner alten Wohnung. Und ohne diese Unzufriedenheit und diesen Schmerz und diesen Pain hätte ich ja nichts an dieser Situation verändert. Und als es noch so, ja, ist nicht so cool, dann lässt du es halt weiterlaufen. Aber deswegen, Schmerz ist manchmal ein sehr, sehr guter Wegweiser. Und Nummer 20 ist, es gibt keine Ankunft, es gibt kein Ende, es gibt kein Ziel. Es gibt für mich nur die Hoffnung auf einen besseren Tag, auf einen neuen Tag und die Hoffnung auf ein besseres Ich. Jo, das war's jetzt von mir, von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr könnt mir gerne nochmal schreiben, ob ihr noch irgendwelche anderen Dinge habt, die ihr zum Beispiel gelernt habt. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!